Hallo und herzlich willkommen zur Traumflieger Makrowelt. Heute geht es um die beste Makrokamera für 2020. Die beste Makrokamera. Heute wieder dabei Olaf Krassmann. Moin Stefan. Moin Olaf. Ja, die beste Makrokamera im Jahre 2020. Olaf, du bist ja auch genau wie ich ein absoluter Makro-Fan und fast schon ein Fetischist. Und ja, wir wollen heute mal überlegen, welche Kamera lohnt sich und ist für uns am besten für die Makrofotografie. Und du hast ja auch schon einige Modelle durchprobiert. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal so die Hersteller ein bisschen durch. Wo fangen wir an? Olaf, was schlägst du vor? Die kein Focus Bracketing können aktuell. Das ist ein gutes Stichwort, Focus Bracketing. Die Leute, die uns verfolgen, die werden das sicherlich schon wissen. Ist für uns eines der wichtigsten Feature im Makrobereich. Also kammerinterne Schärfenreihe, Focus Bracketing nennt sich das, wenn die Kamera intern funktioniert und angeboten wird, dann hat sie bei uns ja ein Mega-Plus für den Makrobereich. Eigentlich ist es Voraussetzung für uns mittlerweile. Das muss aber nicht für alle gelten. Deswegen wollen wir auch die anderen Kameramodelle besprechen. Ja, Olaf, dein Vorschlag aufgreifend, die Modelle, die kein kammerinternes Focus-Bracketing können, also diese kammerinterne Schärfenreihe, welcher Hersteller kann das nicht? Das kann nicht Sony im Moment. Ja. Was mega schade ist, ja, weil das ansonsten wirklich tolle Kameras sind. Also sowohl die Vollformatreihe A7, A9 als auch die 6000er. Ich war ja sehr lang mit der 6000er-Reihe auch unterwegs. Ja. Und habe es aufgegeben, weil das interne Focus Bracketing einfach viel zu wichtig ist. Ja, also Sony habe ich auch viele Jahre verfolgt. Das ging vor allem los, als die spiegellosen Vollformatmodelle kamen, vor 5-6 Jahren. Kurze Anmerkung, es kann mal sein, dass wir ein technisches Detail nicht exakt vielleicht wiedergeben. Bitte seht uns das nach. Wir sind hier draußen. Wir haben jetzt nicht alle technischen Daten vorliegen. Wir machen auch vieles aus dem Kopf. Vor, ich weiß nicht, 6-7 Jahren ging das los mit der Sony A7-Reihe und das war ja mega Sprung, sag ich mal, spiegelloses Kleinbild, Vollformat, das gab es bis dahin noch nicht. Sony hat damit angefangen und ja, hat auch viele Fans für sich gewonnen. Es sind auch eine ganze Reihe von Leuten abgewandert, von ja, Canon und Nikon sicherlich auch zu Sony, weil die wollten gerne das spiegellose Vollformat haben. Hat natürlich den Vorteil, elektronischer Sucher, man sieht im Prinzip schon das, wie man es aufnehmen wird und ja, kann auch Lupenfunktionen nutzen. Bildwiedergabe auch draußen, wenn es sonnig ist und reflektiert, kann man durch den Sucher ein Video wiedergeben. Das geht natürlich mit einer DSLR nicht. Da habe ich mich dann intensiv mit befasst und einige Modelle auch mitgemacht. Sony A7 in Anführungsstrichen Mark I. Dann kam die Mark II mit dem kammerinternen Bildstabilisator. Dann die Mark III. Und jetzt gab es auch die A7R-Modelle. Die haben alle kein kammerinternes Focus Bracketing. Diese Funktion kam ja erst später, nämlich bei Olympus. Olympus war der erste Kamerahersteller, der das angeboten hat. Da kommen wir aber später noch zu. Aber so nach und nach haben das eine ganze Reihe von Kameras nachgerüstet oder die Hersteller haben angefangen, das zu verbauen. Aber Sony bislang mit einer kleinen Ausnahme, nämlich es gibt so kamerainterne In-Apps. Bis zur A7 Mark III gab es das. Die konnte man bezahlen für 10 Euro, glaube ich. Professionelle Reihe heißt das. Und da gab es eine interne Schärfenreihe, aber nur mit 3 Bildern. Ne? Und 3 Bilder reicht auch dir wahrscheinlich nicht, oder? Nein, 3 Bilder reicht überhaupt nicht. Also es gibt Szenarien in anderen Bereichen, wo man das vielleicht denken kann. Ich weiß nicht, haben die das für einen Porträtbereich gedacht? Man macht 3 Aufnahmen mit einer leicht verschobenen Schärfentiefe bei Offenblende und hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Augen scharf zu kriegen.
ist ja auch eine Option, Focus Bracketing zu nutzen, aber im Makrobereich sind wir in der Regel bei 50, 60 Bildern. Oder im Landschaftsbereich kann das auch mal reichen, ne? Genau, im Landschaftsbereich könnte das reichen, aber da haben die nicht an Makro gedacht, definitiv nicht, als sie diese Funktion eingebaut haben und dann haben sie sie ja später wieder ausgebaut. Also insofern. Also es gibt eine App, die ist inoffiziell, die soll wohl auch bei Sony eine Schärfenreihe können. Ganz schlecht dokumentiert. Ich bin da eigentlich nicht so ein Offizielle. Das ist wohl so ein, ja, so ein Hack, der inoffiziell ist. Da kann man vielleicht mal forschen. Wir haben auch eine High-Speed-Bracketing-App, die funktioniert aber nur im Tethering-Betrieb und nur für einige Modelle. Die A7 Mark III oder A7R Mark III oder Mark IV. Wird da unterstützt, also für Leute, die, ich sag mal, im Studio arbeiten wollen und eine Schärfenreihe haben möchten. Das ist möglich über diese App, die wir entwickelt haben. Das ist ein ganz einfaches Tool, kostet jetzt auch nicht so viel. Ist ja eine Hilfslösung, ist auch nicht besonders schnell. Ich glaube, so um ein Bild pro Sekunde, wenn man im Studio oder zu Hause das machen will, ist das sicherlich eine Hilfe gegenüber, wenn man das manuell machen würde. Aber ja, so eine richtig amtliche, vernünftige, auch für den Außeneinsatz geeignete Lösung ist das nicht unbedingt, wenn man jetzt kein Tablet-PC einsetzt. Das haben wir ja auch mal gezeigt. Ja. Mit dem Tablet-PC habe ich das mal draußen eingesetzt. Das war aber eher eine Demo, als dass ich das persönlich ernsthaft einsetzen wollte. Also schon sehr aufwendig. Aber es gibt dann noch einen anderen Faktor, den ich immer im Hinterkopf habe, wenn die Kamera intern eine Schärfenreihe nicht angeboten wird, gibt es immer noch die Möglichkeit, manuell zu stacken. Stichwort Superstacker, oder? Ja, zum Beispiel mit dem Superstacker, also mit einem Makroschlitten oder mit einem motorisierten Makroschlitten. Da sind wir am Entwickeln im Moment. Nächste Idee ist dann halt, was du gerne machst, auch dieses High-Speed-Stacken, wenn die Kamera eine schnelle Serienbildfunktion hat, dann durch einen kleinen Dreh am Objektiv, da braucht man sehr viel Feinmotorik, da bist du sehr viel besser als ich drin, darum mache ich das nicht. Und ich glaube, für Sony gibt es auch noch ein Zusatzgerät, das haben wir aber noch nicht getestet, dieses Arsenal. Da können einige Modelle mit angesteuert werden, dass sie ein Focus Bracketing können. Das hat die Einschränkung, dass Sony auch erst sehr spät in seine Kameras eine Schnittstelle eingebaut hat, dass man überhaupt schrittweise fokussieren kann. Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass das funktioniert über ein externes Gerät. Also mit einigen soll das gehen. Das müssten wir uns nochmal zulegen und ausprobieren. Es gibt auch noch die Möglichkeit über einen automatischen Zwischenring von Helikon FP-Tube, Canon oder Nikon Objektive zu adaptieren. Dann braucht man zwei automatische Ringe. Ein Canon EF auf Sony E-Mount Automatikadapter und dann noch den Helikon FP-Tube. Das haben wir auch probiert. Das funktioniert auch in der langsamsten Serienbildgeschwindigkeit. Da muss man also den Serienbildmodus nehmen, aber die Schärfeverlagerung wird dann über den Helikon FP-Tube durchgeführt. Ja, wenn es funktioniert, ist natürlich toll. Immerhin 3 Bilder pro Sekunde haben wir realisiert, ob das jetzt mit allen Modellen funktioniert, wie stabil das funktioniert im Einzelfall. Da sind dann 2 Fremdhersteller-Automatikadapter dazwischen und noch ein Fremdhersteller-Objektiv. Also wenn es funktioniert und ja, man das mal ausprobiert hat und zufrieden ist, ist die Welt in Ordnung. Aber 3 Bilder pro Sekunde reichen für uns im Normalfall bei Naturmotiven, die auch ja, mit Bewegung in Bewegung versetzt werden oder sich selber nicht so lange ruhig verhalten, ist ein bisschen langsam, ne? Ja, also das war für mich dann der Grund, auf Olympus auch zu gehen. Bei Insektenmotiven ist das einfach ein Knaller, wenn man diese bis zu 18 Bilder oder wie viel das denn hat, dann man braucht so 40 Bilder, um schon sehr weit zu kommen bei Insektenmotiven und dann hat man eben gute 2 Sekunden Aufnahmezeit nur. Und das ist ganz, ganz entscheidend, habe ich gemerkt. Nochmal ganz kurz, manueller Stack, also manuelle Schärfenreihe über Dreh am manuellen Fokusring am Objektiv. Wenn die Kamera einen schnellen Serienbildmodus hat, dann wird das in der Tat interessant, auch wenn du jetzt kein Fan davon bist. Ich habe das eine ganze Reihe gemacht, als wir im Kaiserstuhl waren, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen zu.
habe ich das ja an der Lumis G9 gemacht. Die hat ja einen super Hochgeschwindigkeitsmodus mit 50 Bildern pro Sekunde für eine Sekunde, also 50 Bilder. Und ich habe fast die ganze Makrotour diese Technik angewendet, konnte in einer Sekunde 50 Bilder aufnehmen. Aber da muss ich schon sehr genau starten und die Schärfe sehr genau schon so legen, dass mir die 50 Bilder dann auch reichen. Und ich muss es auch synchron machen. Also das ist dann so quasi eine Bewegung. Das ist nicht ganz einfach. Aber es gibt ja auch Kameras. Ich sag mal, Sony hat jetzt als Standard, sag mal, 10 Bilder pro Sekunde. Und einen recht großen Buffer. Sony A7 Mark III zum Beispiel. Oder die A7 R Mark IV. Die hat ja auch 61 Megapixel. Die schaffen auch 10 Bilder pro Sekunde. Oder jetzt die neue Sony A7S Mark III, die ist heute gerade vorgestellt worden. Die schafft auch 10 Bilder pro Sekunde. Und soweit ich weiß, vielleicht gibt es Ausnahmen, nach meinem Wissen haben diese etwas anspruchsvolleren Sony-Modelle einen relativ großen Puffer. Weil wenn der Puffer jetzt zu klein ist und ich sag mal nach 30 Bildern wird sie langsamer und kommt im Stocken, dann kannst du diese Technik vergessen. Ne? Ja. Serienbildmodus. Durchdrücken und währenddessen ja, am manuellen Fokusring drehen. Deswegen war für mich auch die A9 interessant. Die hat ja 20 Bilder pro Sekunde und auch einen großen Puffer, weil ich gesagt habe, naja, die Technik, die ist schon klasse. Und wenn die Kamera einen ausreichend großen Puffer hat, das gilt zum Beispiel für die A7 Mark III, 10 Bilder pro Sekunde. Und da habe ich, glaube ich, so um die 180 JPEG, also wir nehmen nur am JPEG auf. Im RAW wird der Puffer also relativ früh voll. Ist das eine Technik, die würde ich nicht unterschätzen, weil die hat auch gewisse Vorteile, weil ich kann dann an einigen Kameramodellen dann ja, bis zu 20 Bilder tatsächlich auch nutzen. Und wenn man da ein bisschen geübt ist oder auch dazu Lust hat vielleicht, kriegt man da auch eine sehr, sehr gute Performance. Nicht ganz so gut wie eine kammerinterne Schärfenreihe, weil man die ja noch gezielter abstimmen kann auf die Fokusschritte. Aber trotzdem, ein bisschen Übung kann man da auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Also Sony A7 würde ich, oder Sony würde ich als Makrohersteller von Kameras für den Makrobereich keineswegs abschreiben oder kleinreden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man aufnimmt. Die Leute, die, wie du schon gesagt hast, im Studio arbeiten oder zu Hause mit dem Makroschlitten, ja, die brauchen das nicht. Die haben eine ganz andere Technik und nutzen zum Beispiel eine A7 R Mark IV mit 61 Megapixel. Zu High Resolution kommen wir ja dann auch noch. Die hat auch noch einen High Resolution Modus. Ich glaube mit 320 Megabyte. Also extrem hohe Auflösungen gibt es auch bei Sony, auch wenn man jetzt im RAW-Format dann doch mal aufnimmt, kann man ja machen. Dann auch eine sehr, sehr gute Dynamik, also Sony ist da auch sehr bekannt. Aber für uns persönlich im gemischten Betrieb mit dem Bonus, dass wir gerne auch im Außeneinsatz aktiv sind mit Lebenmotiven, ist uns sind uns andere Systeme lieber und da kommen wir dann gleich zu. Ja, dann kommen wir mal zu einem weiteren Kammerhersteller, der vielleicht nicht die Priorität auf kammerinterne Schärfenreihen gelegt hat. Ich würde das aber abgemildert vielleicht formulieren. Das ist Nikon. Nikon hat auch eine kammerinterne Schärfenreihe mittlerweile bei einigen Modellen verbaut, nennt sich Fokusverlagerung. Fokusverlagerung, also ist das gleiche wie Focus Bracketing, heißt nur ein bisschen anders, aber auch nachvollziehbar. Habe ich kennengelernt bei Nikon, bei der Nikon Z6 vor 2,5 Jahren ungefähr auf der Fotokina 2018 kam die Nikon Z6 und Z7 praktisch parallel raus, spiegelloses Vollformat. Mit dieser Fokusverlagerungsfunktion kann man intern und ja, das haben wir uns angeguckt, Olaf. Die ist nicht besonders schnell und man hat auch kein Live-Bild, ne, während der Schärfenreihe. Das heißt, ja, wenn du jetzt an deinen von dir bevorzugten Modellen Schärfenreihen nutzt, Fokus Bracketing,
Wie gehst du denn da eigentlich vor? Kontrollierst du, brauchst du ein Leitbild oder gibst du die Schrittanzahl im Vorwege ein und lässt das durchlaufen? Also ein Leitbild ist schon sehr komfortabel, weil man in der Regel auch abbrechen kann. Und ich habe eigentlich immer eine sehr hohe Bildanzahl eingestellt und mache das lieber, dass ich im Livebild dann abbreche, wenn ich sehe, das ist dann wirklich in der Unschärfe. Das kann man dann ergänzend sogar noch am Tablet sich angucken, das Livebild vielleicht. Das ist einfach komfortabler. Also da muss ich nicht genau wissen, wie viele Bilder brauche ich und mache dann oder ich stelle einfach nicht viel zu viele ein, sondern ich weiß relativ genau, wann Schluss ist und mache dann einen Stopp. Ja, man könnte natürlich weitermachen, wenn es noch nicht gereicht hat, aber Nikon hat komischerweise kein Livebild und damit nicht die Möglichkeit, optisch zu kontrollieren, weil man dann am Schärfeende ist, unabhängig davon, wie viele Bilder man eingestellt hat. Man stellt also eine höhere Bildanzahl ein, das Maximum. Bei fast allen Kameras, die diese Schärfenreihenfunktion haben, geht das bis 999. Ausnahme ist aber komischerweise Nikon. Bei Nikon ist die Obergrenze 300. Keine Ahnung warum. Ne? Warum muss das begrenzt sein auf 300? Gut, es ist so. Kein Livebild und eine Obergrenze. Obergrenze von 300. Olaf, wie erreichst du 300 auf Aufnahmen oder reichen dir 300 Bilder? Also eigentlich reichen sie. Es gibt aber Situationen, wo man sie erreicht, aber ich glaube, ich habe noch seltenst 300 Bilder mit einer automatischen Schärfenreihe gemacht, weil erwischt. Mit etwas höheren Blenden ist dieser Fokussierweg gar nicht vorhanden. Also da macht das Objektiv maximal 150 Aufnahmen. Im Studio ist es was anderes, aber dann auch mit einem Makroschlitten, mit einem motorisierten, da habe ich auch mal 1000 Bilder gemacht, das kommt schon durchaus vor. Aber es ist dann eben davon abhängig, dass man auch ein Objektiv hat, das so viele Schritte machen kann. Ja, wir haben ja eine Serie beim letzten Mal angefangen, Makrofotografie mit längeren Telebrennweiten, die Hochrüsten und ein Mikroskopobjektiv, Nahlinse oder Mikroskopobjektiv davor. Und wenn man jetzt ein Mikroskopobjektiv davor hat, da haben wir ja ein Plan X Vierfach oder Plan X Zehnfach zum Beispiel, dann kann man sehr schnell an das Limit der Obergrenze stoßen. Und wie du richtig sagst, da gibt es eine Begrenzung im Fokussierweg, abhängig dann auch von dieser Kombination Objektiv und Mikroskopobjektiv, die dann schon eine Limitierung hat, möglicherweise. Das kommt immer aufs Objektiv drauf an. Wir haben ja dein Liebling auch besprochen, das Lumix 4575. Das hat eine relativ schnelle Grenze von der Schrittanzahl. Ja. Da kommst du kaum über, ich weiß es jetzt nicht, 100, etwas über 100, aber da ist dann schon die Grenze. Es gibt aber Systeme und Kameras, wo ich auch deutlich über 500 rüberkomme, auch in diesen Kombinationen und die auch unbedingt haben will, weil der Fokusweg ist dann bei diesen hohen Vergrößerungen natürlich schnell eingeschränkt. Lange Rede, kurzer Sinn. Nikon hat da eine gewisse Grenze, die für viele kein Problem darstellen wird, vor allem im normaleren Abbildungsmaßstäben. Ich sag mal, das Übliche, was ja auch der Standard bei den Makroobjektiven ist, ist der sogenannte 1:1 Abbildungsmaßstab. Das bezieht sich immer auf die Sensordiagonale oder auf die Sensorgröße, Kleinbild Vollformat, 36 mm in der Breite. Dann kann man also so dicht ans Motiv mit dem Objektiv heranrücken, dass man es formatfüllend mit 36 mm erfassen kann. Also Motive bis 3,6 cm kann man formatfüllend erfassen mit einem dedizierten 1:1 Makroobjektiv am Kleinbild Vollformat bei kleineren Sensoren. Micro Four Set zum Beispiel haben wir dann 17 mm in der Breite. Das bezieht sich also immer auf die Sensorbreite. Das reicht vielen und bei vielen Naturmotiven ist es sowieso schwierig, sage ich mal, eine höhere Vergrößerung zu erzielen, weil die Umstände das möglicherweise nicht zulassen. Aber es gibt Ausnahmen und Motive, Stichwort Schleimpilze, dein Steckenpferdchen, was du ja auch gerne machst, da kommt man dann doch gerne in höhere Vergrößerungsbereiche rein, um auch Details herauszuarbeiten oder Spurenkapseln mal anzugucken.
Und das werden wir auch noch weiter thematisieren, auch in der nächsten Traumflieger-Makrowelt-Ausgabe 11 gehen wir auf sehr hohe Vergrößerungen ein, aber für viele, ich sag mal, Nahbereichsmotive, die man auch so mit bloßem Auge registriert und sagt, ach ja, da ist eine Blüte, die will ich mir mal genauer angucken, oder Schmetterling oder was auch immer, Wildbiene oder Libelle oder ein Käfer, reicht dieser Abbildungsmaßstab meistens, und dann reicht auch eine Anzahl von, du hast es vorhin angeführt, 40 Aufnahmen in der Schärfenreihe ist so das Minimum, was du brauchst. Was ist so das Typische, wenn du schon etwas höher vergrößerst, aber jetzt nicht in diese extremen Bereiche reingehst? Aber ich bin oft so bei 100 Bildern. Mhm. Also davon schmeiße ich dann vielleicht noch wieder in Helikon Focus welche weg. Mhm. Dann gucke ich mir ganz genau aus, wo fängt das an und wo hört es auf. Der Vorteil ist dann, man hat vermeidet ein paar Bildfehlerchen vielleicht. Ja. Und das ist eigentlich dann besser, man hat ein paar mehr. So um die 100 Bilder und macht daraus dann 60 Bilder, dann passt alles eigentlich sehr gut. Ja, das ist bei mir auch sehr ähnlich. Und ja, mal unabhängig davon, Nikon hat das. Fokusverlagerung, ungefähr 4 Bilder pro Sekunde. Ja, das ist eigentlich so eine gängige Fokusverlagerungszeit, wo es Ausnahmen gibt, da kommen wir gleich noch zu. Dass es Systeme gibt, die schneller sind, 4 Bilder pro Sekunde ist jetzt nicht so verkehrt, ist eine Standard. Nicht unterstützt beim Tethering und auch nicht unterstützt bei der Smartgerätesteuerung. Da, wo wir uns das angeguckt haben, Nikon Z6 hat Smartgerätesteuerung, aber Tethering, Smartgerätesteuerung mit dieser Fokusverlagerung wird nicht unterstützt, aber man kann das relativ schnell ein- und ausschalten. Also da muss ich einfach nur die App quasi kurz unterbrechen, dann kann ich die Funktion nutzen. Und kann sie auch sehr schnell wieder starten. Also das finde ich noch ganz fair gemacht. Aber man kann das jetzt nicht aktiv halten. Was ein bisschen schade ist. Ansonsten, Nikon hat ein ganz starkes System. Also die Z6 zum Beispiel, da gibt es ja jetzt ja auch eine Z5 ist gerade angekündigt worden. Etwas abgespeckt und etwas günstiger. Die Z6 ist ja auch schon sehr günstig geworden. Und eine Z50, das ist APS-C, die gibt es auch. Ich glaube, die Z50 hat auch Fokusverlagerung. Von der Z5 weiß ich es nicht. Die gibt es anscheinend auch noch nicht. Ich vermute mal, dass sie das auch hat. Ich hoffe es, das weiß ich aber nicht so genau. Aber die Z6 zum Beispiel, die kommt auf, ich glaube, 11 Bilder pro Sekunde. Hat einen guten Puffer und hat ein sehr gutes Speicherformat. Also CF Express hat sie. Und selbst wenn sie jetzt an die Speichergrenze stößt, gibt es dann, speichert sie sehr schnell und dann speichert sie in wenigen Sekunden. Das ist kaum mitzukriegen. Und ja, das ist auch ein interessantes Feature, wo ich sage, okay, ich kann immer noch auf die manuelle Schärfenreihe gehen und werde nicht sofort ausgebremst durch einen zu kleinen Puffer. Gut, Olaf, dann kommen wir mal zwischendurch, wir arbeiten uns jetzt langsam heran an die für uns vielleicht am interessantesten Systeme. Kommen wir mal zu einem weiteren Branchenriese mit Canon. Ja, dann kommen wir zu Canon, der Branchenriese und sicherlich auch immer noch einer der interessantesten Kamerahersteller. Bist du jemals mit Canon konfrontiert gewesen, Olaf? Ja, ich arbeite für dich. Und mein Vater ist auch mit Canon unterwegs gewesen, immer eigentlich. Ich habe damit nicht viel gemacht, ich ganz ehrlich. Ich war ganz lange mit Sony unterwegs, mit Minolta davor. Mit Minolta bin ich in die digitale Fotografie eingestiegen. Das wurde dann ja von Sony übernommen und darum eben Sony. Ja, Canon, das ist ja mein Steckenpferd, mit dem ich groß geworden bin. Ich kannte früher nichts anderes außer Canon, mit Ausnahme von irgendwelchen Kompaktkameras. Da habe ich auch was mit Fujifilm gemacht. Das ging mit den DSLR los, bei mir mit der 300D. Und dann gibt es ja mittlerweile verschiedene Serien. Aber Canon hat jetzt auch angefangen, kamerainterne Schärfenreihen zu verbauen. Angefangen mit der EOS RP,
noch nicht so lange her, ungefähr knapp anderthalb Jahre, im Frühjahr 2019 ist das mit das EOS RP, spiegelloses Kleinbild Vollformat, rausgekommen, nachdem Canon auch im Herbst 2018 die EOS R herausgebracht hat, auch Kleinbild Vollformat. 30 Megapixel, die RP etwas abgespeckt mit 26 Megapixel, aber nur an der RP hatte Canon dann ja auch eine kammerinterne Schärfenreihe eingeführt und sie auch fortgeführt an, in der DSLR-Welt, also mit Spiegelkasten an der EOS 90D. Die ist auch noch sehr aktuell, das aktuelle Modell bei den APS-C-Kameras, den zweistelligen kammerinternen Schärfenreihe. Verbaut in einer sehr guten Geschwindigkeit, 30 Megapixel APS-C-Sensor und das gleiche auch an der EOS M6 Mark II, auch 30 Megapixel und auch die kammerinterne Schärfenreihe. Und jetzt angekündigt, vielleicht hat der ein oder andere schon ein Modell ergattern können, für uns gilt das noch nicht, EOS R6 und R5. Spiegelloses Kleinbild, Vollformat mit erstaunlichen technischen Werten. Ja, 8K-Video bietet die EOS R5, kammerinternen Stabilisator bis zu 8 Blendenstufen und 20 Bilder pro Sekunde mit einem ziemlich großen Puffer, muss man sagen. Das ist die EOS R5 und die EOS R6 hat auch 20 Bilder pro Sekunde. UHD-Video bis 60 Bilder pro Sekunde, da liegen dann die Obergrenzen, aber auch diesen internen Stabilisator, Dual Slot, 20 Bilder pro Sekunde und einen großen Puffer, EOS R6, 1000 Bilder pro Sekunde, 1000 Bilder unverzögert soll die Serie im JPEG-Format durchhalten. Also das sind erstaunliche Leistungswerte, die Canon da in Aussicht stellt und die sollen auch diese kammerinterne Focus Bracketing Funktion haben. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wie geeignet ist die EOS R6 R5 für die Makrofotografie. Musste da spekulieren, das gilt auch immer noch, was diese Schärfenreihe angeht. Und natürlich detaillierte Erkenntnisse über die Bildqualität, das wird man dann machen, wenn man sie ja komplett durchgetestet hat. Das haben wir derzeit noch nicht. Offiziell sollte sie Ende Juli im Handel sein, aber aufgrund einer großen Nachfrage, sagte Canon, können sie das nicht machen. Dann war das in den Preissuchmaschinen zu sehen, dass viele Shops dann Ende August angekündigt haben und jetzt ist aber auch zu lesen Ende September. Also da gibt es Schwierigkeiten. Vielleicht ist die Nachfrage zu groß, vielleicht sind nicht alle Lieferketten so reibungslos, wie man das sich wünschen würde. Wie auch immer, wir müssen dann abwarten, wie schnell ist diese kammerinterne Schärfenreihe, wie smart ist sie, wie ist sie umgesetzt. Bislang ist es so, sie ist fair, kann man sagen, EOS RP oder EOS 90D oder EOS M6 Mark II. Gute Geschwindigkeit, die liegt dann so um 5 bis 6 Bilder pro Sekunde. Unterstützung in der Smart-Geräte-Steuerung, das machst du ja auch manchmal ganz gerne. Da kommen wir auch vielleicht gleich nochmal bei einem anderen System dazu. Kein Live-Bild in der Smart-Geräte-Steuerung, aber man kann sie benutzen und starten und stoppen. Das macht Panasonic zum Beispiel noch besser, weil da gibt es ein Live-Bild, auch während sie diese Schärfenreihe durchführt. Trotzdem sehr interessant, auch im Tethering unterstützt. Aber man hat gewisse Einschränkungen gesehen, vor allem bei der Canon EOS RP, was den Rolling Shutter angeht. Ganz kurz nochmal, Rolling Shutter ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, weil man nimmt ja diese Schärfenreihe normalerweise immer zwangsweise oder optional im vollelektronischen Verschluss auf. Also auch geräuschlos normalerweise. Und dann kann es ein Phänomen geben, was wir Rolling Shutter nennen. Olaf, was hat es damit auf sich und ist das wirklich relevant? Ja, das ist schon relevant. Also der Sensor wird eben nicht komplett auf einmal ausgelesen. Das ist technisch nicht möglich, sondern relativ schnell, aber zeilenweise. Pixel für Pixel rast das durch
Und wenn dann im Bild zum Beispiel eine Bewegung ist, eine leichte, dann verbiegt das Bild. Wir können im Stacking mittlerweile mit Helikon Focus auch Serien verrechnen, wo sich was bewegt hat. Das klappt sogar ganz gut. Wenn man leichte, schaukelnde Windbewegung hat und man hat keinen großen Rolling Shutter Effekt, dann kann man das verrechnen. Aber sobald das anfängt, sich zu verbiegen, dann kann man das auch nicht mehr einfach ausrichten gegeneinander, die Bilder. Also ein leichtes Kippen kann man mit Software sehr gut ausrechnen, aber dass sich die irrational, sag ich mal, verbiegen, das ist nicht zu kompensieren. Und dann hat man eben bei einer Kamera mit einem starken Rolling Shutter eventuell den Nachteil, dass man die Serie nicht retten kann. Das ist das eine. Und das andere, was wir auch gesehen haben, Rolling Shutter, wenn wir mit Makroschlitten im schnellen Serienbildmodus auch gearbeitet haben, haben wir das auch schon erlebt. Also dann fährt der ja kontinuierlich vielleicht durch den Motorschlitten und nimmt dabei mit dem schnellen Serienbildmodus auch, da schlägt das dann auch zu, der Rolling Shutter Effekt. Also insofern ist das schon ein echtes Kriterium. Und auch bei sehr hohen Vergrößerungen, wenn man zum Beispiel mit einem Mikroskopobjektiv arbeitet und man über den Boden vielleicht noch durch Schrittbewegung oder einfach nur Körperverlagerung, das ist bei mir ja zum Beispiel auch ein leidiges Thema mit Laminatplatten und ich habe sehr hohe Vergrößerung, dann reicht es schon, wenn ich mich im Sitzen oder Stehen nur so ein bisschen verlagere, das überträgt sich bei diesen nur sehr hohen Vergrößerungen auf dem Boden, dann können Bewegungen entstehen, die dann auch diesen Rolling Shutter Effekt leider triggern, was dann in der Schärfenreihe zum Problem wird, auch mit sehr leistungsfähigen Fokus-Stacking-Programmen wie Helikon Focus, die normalerweise mit Verschiftung und ganz leichten verschiftenden Bewegungen klarkommen, aber wenn es dann, ja, wie du gerade sagst, irrational verbiegt und immer unterschiedlich von Bild zu Bild Effekte zeigt, dann kann man das trotzdem verrechnen, aber es geht zulasten der Detailschärfe. Oder wenn das sehr stark ausgeprägt ist, dann ja, hat man Doppelkonturen. Trash. Kann man nichts mit anfangen. Und deswegen ist der Rolling Shutter ein wichtiger Faktor. Also die Geschwindigkeit der Auslesezeit. Rolling Shutter sind alle Kameras im vollelektronischen Modus von betroffen, ausnahmslos. Aber wenn die Kamera den Sensor mit einer hohen Geschwindigkeit auslesen kann, dann ist der Effekt nicht so stark ausgeprägt. EOS RP, ein echtes Sorgenkind im Vergleich zu anderen Systemen. Wenn man mit Bewegungen, leichten Bewegungen zu tun hat, mit denen man sonst eigentlich noch klarkommen würde, eine Katastrophe, muss ich ganz klar sagen. Aber wenn man eine ruhende Studioumgebung hat, ich sag mal mit noch moderateren Vergrößerungsfaktoren, überhaupt kein Problem. Ich habe auch mit 10-fach Mikroskopobjektiv und natürlich dann stillgesessen. Auch alles super an der EOS RP, die hat auch gewisse Stärken. Aber Rolling Shutter ist da halt nicht so toll und das wurde etwas abgemildert an der EOS 90D und EOS M6 Mark II. Nicht ganz so stark ausgeprägt, aber noch nicht auf dem besseren Standard, der mit dem Rolling Shutter moderater umgeht und da nicht so sehr von betroffen ist, was wir bei anderen Systemen gesehen haben. Andere Systeme, Olympus, Panasonic, Nikon, Fujifilm, auch Sony, nicht so stark betroffen vom Rolling Shutter. Da ist Canon bislang nicht so besonders stark aufgestellt gewesen, scheint sich aber zu verbessern. Und da bin ich gespannt, wie ist es an der EOS R6, EOS R5. Was ich hörte, soll das sehr gering ausgeprägt sein, aber das kommt auch immer drauf an, solche Aussagen gelten oder werden dann auch für andere Betriebsmodi getroffen, die beziehen sich dann vielleicht auf den Videomodus. Da sind wir erstmal vorsichtig und da müssen wir erstmal abwarten, hoffen und wünschen uns allerdings, dass wir eine hohe Geschwindigkeit haben. Auch das wissen wir im Moment nicht, wie hoch sie ist, wie der Rolling Shutter ausgeprägt sein wird. Das werden wir da erstmal abwarten, aber Canon ist an sich sehr interessant, weil sie ein sehr umfangreiches Zubehörprogramm haben. Da geht es natürlich auch darum, was wird nativ angeboten, ohne jetzt vielleicht über Adapter gehen zu müssen oder zu wollen. Wie groß ist das Angebot über native Makroobjektive? Die haben natürlich ein riesiges Angebot. Ne? Canon selber hat mehrere Makroobjektive
100er 2,8 LGS USM, das nutze ich sehr gerne. Da gibt es aber auch einen 50er 1:2 immerhin oder mit einem Life-Size-Converter, das ist schon ein bisschen älter, aber es gibt auch einen 180er von Canon oder ein Lupenobjektiv. Gut, da kann man jetzt nicht interne Schärfen rein mit benutzen, weil das keinen Motor hat, aber trotzdem, das gibt es immerhin von Canon, auch eine sehr hohe Qualität. Abbildungsmaßstab 1:5:1 oder Drittanbieterhersteller Sigma Tamron, auch eine riesige Palette an autofokusfähigen 1:1 Makroobjektiven. Sigma hat ganz viel und Tamron auch. 90er, 100er, 150er, das geht bis 200 mm hoch, eine riesige Palette. Und wir haben auch Makroblitze, wenn man mit Blitzgerät arbeiten will. Das wird meistens nicht unterstützt in der Schärfenreihe, bei Canon meines Wissens gar nicht, weil dieser vollelektronische Verschluss das nicht unterstützt. Aber immerhin, man muss diese Schärfenreihe nicht jedes Mal oder immer nutzen. Dann kann man da auch auf viel Zubehör zugreifen. Da gibt es natürlich noch viel mehr Lichtlösung oder Fernauslöser und so weiter oder Schienen und so weiter, die jetzt spezialisiert sind, Hochformatschienen und so weiter. Da ist Canon ja eines der spannendsten Systeme, weil es ja so hervorragend ausgebaut ist. Ja, dann kommen wir zu Fujifilm. Fujifilm hat auch angefangen, bei einigen Kameramodellen kamerainterne Schärfenreihe anzubieten. X-T30 haben wir uns ja genau angeguckt. Sehr gute Geschwindigkeit, hohe Geschwindigkeit, war ich sehr zufrieden. Und dann die H1, da konnte man das per Firmware-Update nachrüsten. Und die X-T3 und jetzt aktuell die X-T4. Die haben das auch in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Und es gibt in dem Fujifilm-System zwei Makroobjektive meines Wissens. Ein 80er 1:1, ziemlich teuer. Ich glaube so 1200, 1300 Euro teilweise habe ich gesehen. Und ein 60er 1:2 Makroobjektiv. Aber ich habe das an der X-T30 über einen Adapter gemacht. Da gibt es auch einen sehr guten Adapter. Canon EF auf Fujifilm von Fringer, Automatikadapter, haben wir auch bei uns im Traumfliegershop. Sehr beliebt für Leute, die auf Fujifilm von Canon umsteigen oder das parallel nutzen wollen. Über den Automatikadapter kommt man dann natürlich auch in die Möglichkeit, Drittanbieter Makroobjektive zum Beispiel einzusetzen und sie dann ja zum Beispiel über so einen Automatikadapter zu betreiben. Das habe ich also gemacht und fand das richtig klasse. Und hat mir prima gefallen. Smart Grid Steuerung wird nicht unterstützt bei Fujifilm, also das gibt es da leider nicht. Aber trotzdem, Fujifilm ziemlich stark, nativ, ja, ist es ein bisschen eingeschränkt. Das Angebot, nur ein natives 1:1 Makro mit Autofokusmotor und ein 1:2. Ja, aber das werden wir uns vielleicht auch nochmal weiter angucken. Das würde mich auch interessieren, die X-T4. Ich hörte das in einem Kommentar, wo gesagt wird, ja, da gibt es sogar die Möglichkeit, eine A-B-Funktion auszulösen per Fingertouch, dass man sagt, so, da startest du mir das und da soll das enden und dann werden die Schritte automatisch ausgerechnet. Wäre das was für dich, Olaf? Das ist schon eine ganz interessante Funktion. Das kennt man auch aus Apps teilweise. Ich habe das auch schon so genutzt. Das finde ich durchaus interessant. Ja. Das werden wir uns nochmal angucken. Also Fujifilm, ziemlich stark, ziemlich interessantes System und sehr potente Kameras gibt es da. Schauen wir mal, das werden wir uns später dann nochmal genauer angucken. Olaf, dann kommen wir zum nächsten System, da wo du auch viel Spaß und viel Erfahrung hast. Panasonic, ja, bist du auch ein kleiner oder ein großer Fan von, oder? Ja, also das hält sich bei mir ganz die Waage etwa, Panasonic und Olympus, habe ich ja jetzt beides im Gepäck. Bei Panasonic gefällt mir besonders die Bedienung sehr gut. Also das Bedienkonzept der Kamera finde ich sehr gut, relativ flache Menüs. Und auch die Smart-Geräte-Funktion, die finde ich also Spitzenklasse. Diese am Tablet, dass wenn man die Zeit hat, im Wald jetzt Pilzmotive zu bearbeiten, das ist so
bisschen meditativ, dann hat man dieses tolle große Tablet, dann guckt man sich ganz genau an, wie ist das Licht im Motiv, wie ist das Licht im Bild, wo kann ich mit einer Lichtquelle arbeiten, mit einer Taschenlampe, mit einer Flächenleuchte und kann das richtig ausarbeiten. Wir nutzen das jetzt auch, Entschuldigung, genau. Olaf, Smart Grid Steuerung, ja. Zwei Panasonic Kameras, filmen uns jetzt, aber das müsste natürlich nicht sein, das kann man mit anderen Systemen auch machen, trotzdem zeigt das schon, ja, dass wir diese Funktion lieben und das System sehr gerne mögen und ja, die Smart Grid Steuerung ist jetzt für uns beim Filmen natürlich auch hilfreich. Auf jeden Fall und eben die Schärfenreihe aus der Smart Geräte Funktion, das ist dann das i-Tüpfelchen, das Olympus leider nicht anbietet. Und insofern bleibt die auch trotz der relativ geringen Geschwindigkeit von um bei 4 Bildern pro Sekunde weiterhin also ein Favorit für mich. Ja, also Panasonic hat natürlich zwei generelle schärfenreihen Funktionsmöglichkeiten. Diese klassische Focus Bracketing, die du gerade angesprochen hast. Oder es gibt noch die Option, Postfokus zu nutzen, das ist dann aber eine interne Filmfunktion. Das geht natürlich dann deutlich flotter normalerweise. Dann kommst du auch in Bereiche um 20 Bilder, 25 Bilder pro Sekunde. Wobei man dann sagen muss, wenn man jetzt eine UHD-fähige Kamera hat, die auch Postfokus kann, dann kann man aus den Bildern 8 Megapixel JPEGs extrahieren. Würde dir das reichen, 8 Megapixel? Also man kann damit sicherlich schon eine Menge machen, wenn man jetzt nur im Internet veröffentlicht. Aber bei uns geht es ja auch immer um Druck. Makrowelt doppelseitig ist dann A3-Format etwa. Und das wird dann knapp. Also es ist vielleicht noch möglich, aber ich habe dann lieber 20 Megapixel. Aber es gibt natürlich auch ein paar Modelle, Lumis GH5 zum Beispiel oder die G9, die hat auch im Postfokus einen sogenannten 6K-Modus, genau, wo man dann auf 18 Megapixel käme oder kommt. Das wäre dann schon wieder fair, oder? Ja, das ist durchaus eine interessante Sache. Also ich habe das auch schon ausgetestet, ich habe es noch nicht intensiv genutzt. Es ist halt so, man hat ein kleine Einbuße in der Bildqualität im Vergleich zu Einzelaufnahmen. Klar, das muss höher komprimiert werden. Und in dunklen Bildbereichen hat man dann vielleicht eher das Problem, dass es sich nicht mehr korrigieren lässt, nicht mehr aufhellen lässt, das Bild. Und insofern, also wenn ich die 30 Bilder nicht brauche oder die 25 Bilder, dann bin ich dann lieber mit der Focus Bracketing Funktion unterwegs und greife dann eher auf die Olympus wegen der Geschwindigkeit zurück. Gut, zu Olympus kommen wir dann gleich noch, aber wie gesagt, es gibt zwei Schärfenreihenfunktionen normalerweise. Postfokus ist dann ja eine Filmfunktion, die eine sehr hohe Geschwindigkeit hat. Die wird auch unterstützt in der Smart Grid Steuerung oder auch im Tethering Getrieb, also per Verbindung zum PC. Oder man hat diese Focus Bracketing Funktion, die bei Panasonic, du hast es gerade gesagt, ja, eher moderat, gemächlicher ausgelegt ist, ungefähr 4 Bilder pro Sekunde. Da gibt es auch ganz eine gewisse Schwankung, das kommt dann auch immer drauf an, welches Objektiv man hat oder welche Blende man eingestellt hat oder welchen Abbildungsmaßstab man hat, ob man noch mit Nahlinse und oder Mikroskopobjektiv arbeitet. Da werden wir auch in der nächsten Makrowelt in der Zeitschrift Ausgabe Nummer 11 Traumflieger Makrowelt eine Referenz bieten, wo man dann eine gewisse Bandbreite auch sieht, kommt auch auf die Schrittweite an, wenn man in der Schärfenreihenfunktion kann man ja eine Schrittweite angeben in einer Bandbreite von 1 bis 10. Das ist auch noch ein Einflussfaktor, aber alles in allem so im Schnitt ungefähr 4 Bilder pro Sekunde ist der übliche Standard, den wir vorhin ja auch schon bei Nikon genannt hatten. Der ist ja nicht so super rasend schnell für die Gefahr, dass ein Motiv nicht lange genug stillstehen möchte. Das weiß man ja manchmal nicht im Vorwege. Kann man da in Grenzbereiche reinkommen und dann eventuell wechseln auf Postfokus. Wenn man 6K hat, Lumis G9 oder GH5 zum Beispiel oder S1, klein mit Vollformat von Panasonic, das gibt es ja auch. Dann kann man sogar 6K
Postfokus nutzen und dann hat man 18 Megapixel JPEG, sogar im 3:2 Format, also nicht notwendigerweise im 4:3 Format. Also das gilt auch für die G9 oder GH5. Ja, tolle Option. Ne? Und wie du sagtest, Smart-Geräte-Steuerungsunterstützung mit dieser Bracketing- oder Postfokus-Funktion vorbildlich gemacht. Man hat die ganze Zeit ein Live-Bild, während man die Schärfenreihe aufnimmt. Und ja, Panasonic, sau, sau stark. Und es gibt in dem System, die sind ja im Verbund, sprechen wir mal von Micro Four Thirds, es gibt ja auch die spiegellose Kleinbild-Vollformat, S1, S1R oder S1H. Die sind ja im L-Mount verbunden, nicht mit Micro Four Thirds, aber Micro Four Thirds hatte auch ein super Angebot an Objektiven, die im Makrobereich interessant sind. Ne? Ja, das ist also sowohl von nativen Makros, das Olympus 60 ist ja ein Spitzenklasse-Objektiv und auch preislich in ganz anderen Regionen. Das kostet eben keine 1200 Euro, sondern 450, ein super Objektiv. Ein Beispiel von einem nativen Makroobjektiv, das ist jetzt Micro Four Thirds, also Olympus Panasonic zusammen. 1:1 Makro, 60 2,8, 400 Euro ungefähr. Ja. Sehr gute Qualität, zwar aus Kunststoff, wiegt nicht viel, schön leicht. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Es gibt aber noch andere, 1:1 Makros, 30er 3,5. Da gibt es eins auch von Olympus und von Panasonic gibt es auch eins, ich glaube auch ein 30er, das ist dann 2,8. Aber das Olympus hat dann 1,25:1, die sind also so halb so groß, kosten auch nicht so sehr viel. Oder alternativ, das haben wir ja auch beim letzten Mal schon angesprochen, was du ja auch gerne nutzt, das sind halt Telezoom, die du bestückst dann mit Nahlinse oder Mikroskopobjektiv, da gibt es ja auch sehr viel. Ne? Ja, da gibt es eine große Auswahl und auch eben mein Favoriten, das 45-175er, was eben diese tollen Eigenschaften hat, dass es komplett innen fokussiert und innen Zoom ist, was für diese Kombination ein Riesenvorteil ist. Ja, und du hast dir sogar noch eine Lumix G9 gerade bestellt, warum das? Ja, da geht es um diesen High-Resolution-Modus und das ist eben das einzige System, wo es eine App gibt, die dann beides realisiert. Nach unserem Wissen. Man weiß ja nie. Aber das ist ja schon sehr groß. die eben diese Focus-Bracketing-Funktion und den High-Resolution-Modus verbindet. Ja. Und da freue ich mich dann auch schon richtig jetzt auf den Herbst, die einzusetzen, diese Funktion. Und dann, was ich eben angesprochen habe, vom Tablet aus arbeiten in Ruhe und dann wirklich auch mal ein Pilzmotiv so ausarbeiten, dass wir es dann vielleicht auch in 1,5 Meter Bildbreite mal drucken können. Das dauert allerdings länger. Ne? Die Fokus-Bracketing-Funktion braucht ungefähr 5 Sekunden, um ein High-Resolution-Bild zu erzeugen. Und dann kann das nächste sein, also ein Bild alle... Das ist nur was für Pilze. Braucht 5 Sekunden ein Bild. Und es gibt eine App oder zwei, die heißen G-Bracket oder G-Simple Release, für diesen High-Resolution-Modus nur an der Lumix G9 geeignet. Und ich hatte gedacht, ja, die Panasonic S1, die hat ja auch einen High-Resolution-Modus. Vielleicht kann die App ja auch mit der umgehen. Nein, das geht nicht. Und ich muss sagen, von der S1, ganz tolle Kamera, hat auch Postfokus mit 6K und Focus Bracketing. Kleinbild-Vollformat, 24 Megapixel, also ein richtiger Kavenzmann. Ne? Die Kamera, die wiegt 1 Kilo. Eigentlich eine große Lumix G9 ist es geworden. Es gibt sogar ein natives Makroobjektiv von Sigma, ein 70er mit L-Mount-Anschluss, also brauche ich keinen Adapter für. Aber die Geschwindigkeit ist mit diesem Objektiv nicht so toll. Also weder bei Postfokus noch bei der Focus-Bracketing-Funktion. Naja, so ganz so toll fand ich es nicht. Und es gibt noch einen Sigma Automatikadapter, MC21 heißt das, der mit Canon umgehen kann. Aber der unterstützt also keinen kontinuierlichen Autofokus. Und das ist dann auch meistens die Voraussetzung, dass man Focus Bracketing auch nutzen kann, wenn die Kamera das hat.
Die S1 hat das und der MC21 Adapter von Sigma, der kostet, ist gar nicht so billig, ne? So, ich glaube 270 Euro, unterstützt diese Funktion überhaupt nicht. Weder Focus Bracketing noch Postfokus mit Canon Objektiven über diesen Automatikadapter. Ja, da war ich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Trotzdem, sie hat einige Stärken, aber ja, da ist man ein bisschen eingeschränkter, aber die hat auch einen High-Resolution-Modus, ich glaube mit 96 Megapixel, und deine G9 kann mit 71 Megapixel, und hatte gehofft, dass ich über diese App auch die S1 ansteuern kann, also G-Bracket heißt das dann. Nein, leider nicht. Und da gibt's kann also, ja noch kommen, ne? Ja, das... Wir können hoffen, oder wir können den ja mal anschreiben, ob er das nicht machen will. Daumen drücken, dass das kommt. Panasonic wollten wir gerade abgewickelt und abgearbeitet haben. Olaf, da ist mir gerade eingefallen. Nee, nee, wir haben, da filmt sie mich, auch eine Lumix FZ1000 Mark II. Hat auch kamerainterne Schärfenreihenfunktion. Ist eine sogenannte Bridge-Kamera mit 1 Zoll, in der 1 Zoll Klasse, also 2,7 Crop. Die hat jetzt auch, da gibt es die Mark I schon, die haben wir auch schon ausführlich vorgestellt. Ja, die hat ein fest verbautes Objektiv, umgerechnet auf Kleinbild 25 bis 400 mm oder nativ 9,1 bis 146 mm. Also bis 400 mm kommt man, und das ist am Nachfolger der Mark II auch so geblieben. Die hat jetzt eine Focus-Bracketing-Funktion spendiert bekommen und hat auch Postfokus, allerdings nur in UHD-Video die Postfokus, aber Focus-Bracketing kommt sie ungefähr so auf um 5 Bilder pro Sekunde. Bestückt mit Nahlinse oder Mikroskopobjektiv, ein saustarkes System. Also ich hatte einen Riesenspaß. Das haben wir auf unserer Harz-Makrotour ja auch gemacht, mit den Grünspannbecherlingen zum Beispiel. Mikroskopobjektiv oder auch Nahlinse, wenn man jetzt nicht diese Extremvergrößerung haben will. Unterstützung, Smart Grid Steuerung und ja, der Fokussierweg ist auch relativ groß dann da. Macht mir einen Riesenspaß. Also tolle Kamera. Es gibt noch weitere sogenannte Bridge-Kameras. Eine Lumix FZ2000 gibt es zum Beispiel. Hat das auch, kamerainterne Schärfenreihenfunktion, und ich glaube Postfokus hat die auch. Sicherlich auch sehr, sehr interessant. Die kommt sogar umgerechnet auf Kleinbild vom Bildwinkel auf 480 mm. Das wollte ich noch mal ergänzt haben. Da ist Panasonic auch super stark und macht mir auch einen Riesenspaß. Lumix FZ 1000 Mark II oder ja, eventuell auch die Lumix FZ 2000 ist da auch sehr interessant. Olaf, dann kommen wir zu Olympus. Als hier in dieser Besprechung letztes Kamerasystem. Ich habe hier eine Olympus OMD EM1 Mark III mittlerweile, und du hast dir kürzlich auch sowas Ähnliches gekauft. Was ist das? Ich habe die Vorgängerversion gekauft, die Mark II, die ist ja jetzt dann im deutlichen Preis auch gesunken auf, ich glaube, 1200 Euro rum. Und ja, die hat die gleiche Geschwindigkeit beim Focus Bracketing. Hier sind einige Feature-Verbesserungen natürlich verbaut, aber die Geschwindigkeit war das ausschlaggebende Argument dabei. Ja, und ich habe die Mark III, hat im Prinzip die gleiche Geschwindigkeit. Sie kommt im normalen, schnellsten Serienbildmodus auf 18 Bilder pro Sekunde, und das schlägt im Prinzip auch auf diese kamerainterne Schärfenreihenfunktion durch. Auch, ich habe das sogar ausgemessen, kam auf etwas größere Entfernung, auf knapp 20 Bilder pro Sekunde, haben wir mit der Stoppuhr gemessen und ausgezählt. Aber wenn man jetzt in diese größeren Vergrößerungen kommt, lässt das ein bisschen nach. Aber ich sag mal so, um 10 Bilder pro Sekunde schafft man dann meistens immer noch locker. Und das gilt auch schon für den Vorgänger, OMD EM1 Mark II, und auch für die OMD EM1 X. Die liegen in diesem Bereich auf einem Niveau. Da hat sich also nicht viel getan. 20 Megapixel APS-C Sensor, Micro Four Set Sensor. Das ist im Prinzip fast Jacke wie Hose. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, aber im Wesentlichen liegt das auf einem Niveau. Ja, ich habe es aufgegeben, für mich an Vollformat zu denken. Das liegt aber auch am Focus Bracketing, muss man sagen, weil man hat immer die Option, mit einem guten Objektiv mit Offenblende zu arbeiten. Und dann haben wir ja noch in Helikon Focus die mittlerweile sehr gute Verrechnungsmethode A, eine gewichtete Durchschnittsverrechnung, die also
auch noch Bildrauschen eliminieren kann. Und da schrumpft dann der Vorteil von diesem Vollformatsensor ganz, ganz stark ein. Dann kann man theoretisch sagen, in der Dämmerung Insekten fotografieren habe ich einen Vorteil noch damit, aber die anderen Vorteile von dem kleinen Sensor, man hat ja von Haus aus schon in Relation zum Vollformat den doppelten Abbildungsmaßstab und auch das Gewicht der Kameras, das ist einfach für mich ausschlaggebend. Ja, also wir haben hier ein sehr kompaktes, angenehmes, von der Griffausformung sehr smart ausgeformte Kamera. Die ist völlig identisch zu der Mark II Version. Die liegt bei mir wie angegossen in der Hand. Besser kann ich es mir gar nicht vorstellen. Und die ist aber noch groß genug, um alle Bedienelemente zu erreichen. Ausklappbaren, schwenkbaren Monitor. Eingeschränkt touchfähig, für den AF-Bereich kann man das die Touch-Funktion oder für einige Icons benutzen, aber jetzt im Menü jetzt nicht vollständig. Trotzdem, das ist natürlich auch ein Feature, ein klappbarer drehbarer Monitor, das haben wir bisher noch nicht angesprochen, das können einige einige andere Hersteller bieten das mittlerweile auch an. Canon ist da so ein bisschen eingestiegen, das auch anzubieten. Panasonic kann das auch per Standard. Aber es gibt einige andere. Sony bisher immer nur den klappbaren Monitor. Ich habe jetzt gesehen, die A7S Mark III hat auch einen dreh- und schwenkbaren Monitor bekommen. Da ist Sony umgeschwenkt auf das, was die meisten dann doch lieber haben wollen. Und Canon, ja, die haben jetzt auch bei der A7R 5, A7R 6 oder auch an der EOS R oder EOS RP auch das schon als Standard gehabt, auch touchfähig und ja, für uns auch ein ganz wichtiges Feature. Und ja, Olympus hat das auch. Ja, und das sind wir uns einig, Olaf, ein kleines, schlankes System. Hier zum Beispiel auf der Langschienenlösung oder ein Teleshoot-Einstellschlitten. Es geht nicht immer nur darum, wie viel Pixel hat das und ist das Vollformat. Wenn das nicht ist, sondern es geht um das Gesamtsystem und auch um einen schnellen, unkomplizierten Aufbau. Weil da zählt dann auch die Geschwindigkeit. Nicht nur, wie schnell intern die Schärferei abgearbeitet ist, sondern wenn du das dann aufbaust, wie lange du für den Aufbau brauchst. Ja. Weil wenn du irgendein Viech, einen Käfer hast oder was auch immer, die ist schon in Halb-Acht-Stellung und sagt, na, was ist denn das da für einer? Mit so einem dunklen Zeus kommt er auf mich zu. Dann erlebt man das natürlich immer wieder, dass man umsonst aufgebaut hat oder einfach nicht schnell genug war. Also das zählt auch. Ein schlankes System ist für uns im Außeneinsatz auch ein ganz wichtiger Faktor und Olympus bietet das. Kleines, schlankes System, sehr hohe Vergrößerung. Im Vergleich zu Kleinbild-Vollformat kommen wir ja hier in der Breite auf 17 mm Format für beim 1:1 Makro. Also das ist dann umgerechnet 2:1 zum Kleinbild-Vollformat. Ja, ist im Micro Four Thirds Verbund. Objektive hatten wir ja bei Panasonic schon angesprochen. Man kann hier Panasonic Objektive auch nutzen. Aber es gibt hier noch eine kammerinterne Schärfenreihenverrechnung. Das gilt auch für deine Mark II. Die kann bis zu 8 Bilder kammerintern verrechnen. Das nennt sich dann Stacken. Oder wenn du Firmware Update kannst du auch machen. Kannst du bis zu 15 Bilder verrechnen und das gilt hier für die EM1 Mark III per Standard, auch 15 Bilder oder die EM1X. Da wurde das dann zum ersten Mal mit 15 Bilder kammerinterne Verrechnung, das nennt sich dann Stacken. Ja, das Thema hatten wir ja schon kurz angesprochen, ist ein bisschen knapp, 15 Bilder, ne? Ja, 15 Bilder ist knapp und in Helikon hat man mehr Optionen, was wir auch schätzen, also eine Nachbearbeitung, gewisse Fehler, die halt beim Stacken auftreten, kann man sehr gut bearbeiten in Helikon Focus und man hat die drei Verrechnungsmethoden zur Auswahl. Also insofern, das ist natürlich, sagen wir mal, das ist ein nettes Feature, aber das ist für jemand, der professionell oder auch wirklich anspruchsvoll Focus-Stacking macht, ist das keine Option. Nee, das ist eher für Hobbyanwender zum Ausprobieren und es gibt sicherlich auch einige Motive, wo das ausreichend ist und ja, wenn es funktioniert, super. Ist optional auch da.
zum Ausprobieren und vielleicht ist man da ja auch zufrieden mit. Und sie hat auch einen High-Resolution-Modus, Olaf, auch deine EM1 Mark II. Aber wir kennen keine App, die das unterstützt. Ja, ne? das ist schade. Ja, ja. Das ist so, wo wir auch oft sagen, da fehlt vielleicht den Kameraherstellern einfach der Bezug zu den Leuten, die wirklich ganz intensiv Makrofotografie machen, weil eben so weit nicht gedacht wird, dass man diese beiden tollen Funktionen verbindet. Genauso ein HDR-Stack, was ja auch möglich ist mit der neuen J-Bracket-App, glaube ich. Also die kann auch, soweit ich weiß, einen HDR-Stack machen, Focus Bracketing mit HDR-Funktion. Diese Kombination, da wird dann nicht dran gedacht, weil die einfach nicht so tief in der Materie drin stecken und das täglich machen, die diese Software entwickeln auf der Kamera. Das ist ja auch schon ein Funktionswunder. Jede Kamera hat unglaublich viele Features und das unter einen Hut zu kriegen. Und für uns ist dann diese Makro- und Focus-Bracketing-Funktion besonders interessant. Und ja, für diese Spezialfunktion gibt es dann keine so große Lobbyarbeit, weil die Leute das selber vielleicht gar nicht kennen oder benutzt haben. Oft ist es auch so, dass das überhaupt nicht in den technischen Daten irgendwo erwähnt wird. Schärfenreihenfunktion und die erweiterten Funktionen. Aber dafür sind wir ja da, um uns da reinzuwühlen und zu gucken, welche Wege und Möglichkeiten gibt es. Aber generell, High-Resolution-Modus wird nicht per App angesteuert, soweit wir das zumindest wissen. Aber auch generell leider nicht. Da ist Panasonic oder auch Canon stärker in dem Bereich Smart Grid Steuerung mit Schärfenreihenfunktion, soweit die Kamera das kann, wird unterstützt. Aber bei Olympus leider nicht. Das ist ein bisschen schade, ne? Ja, das ist wirklich schade. Weil, wenn man jetzt noch eine hohe Geschwindigkeit mit solchen Sachen realisieren könnte, was ja leider schon, das klappt bei dem High-Resolution-Modus sowieso nicht, weil da auch eine recht aufwendige Verrechnung intern, kameraintern stattfindet und da sind halt auch immer Grenzen gesetzt. Dann ist da nicht so viel Rechenleistung verbaut in der Kamera, weil sie sonst zu viel Strom zieht und zu heiß wird dadurch. Insofern, ja. Machen könnte man es, ja. Aber es ist natürlich auch dann eine ganz extreme Nische. Ja, aber Olaf, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit. Was ist jetzt das beste Kamerasystem, die beste Kamera 2020 für die Makrofotografie? Da können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Ja, Olaf, dein Fazit. Die beste Kamera für Makros im Jahre 2020 ist für dich. Wer ist der König? Ich kann mich nicht entscheiden zwischen der G9 und der Olympus um die EM1 Mark II oder 3. Darum habe ich jetzt auch beide. Irgendwo muss ich das Geld, was ich verdiene, ja wieder in die Firma investieren. Das ist zwar... Es ist einfach so. Du verprasst und ich verprasse alles, was ich Finger kriege fürs Hobby. Aber das sind wirklich meine zwei Favoriten. Ja. Wobei ich sagen muss, das ganz Wichtige ist auch immer, dass man sein Kamerasystem, was man hat, kennt und damit da alles rausholt, was da drin steckt. Und natürlich kann man auch mit den ganzen anderen Kamerasystemen fantastische Makros machen. Es sind eben dann, wenn man das so extrem betreibt wie wir, so die Vorteile, die man sich so Stückchen, häppchenweise raussucht. Und dann in der Summe sind das also die beiden Kamerasysteme, die da wirklich hervorstechen. Und darum ist es für uns als wirklich professionelle Anwender, die damit auch ihren Lebensunterhalt verdienen, natürlich unumgänglich, dass wir dann in dieses Kamerasystem gehen. Und es kann sein, dass ein Zubehörteil vielleicht alles verändert. Ne? Ja. Wenn du jetzt, würdest das vorhin angesprochen, elektrifizierten Makroschlitten plötzlich einsetzen willst, weil du da mehr in einigen Bereichen machen kannst, vielleicht mit hohen Vergrößerungen, bist du in der Schrittweite nicht begrenzt und hast Spaß dran. Das kann plötzlich alles verändern. Ne? Oder ich habe jetzt hier eine Lumix GH5 aus der Nische gekramt, die da... weil wir ja auch viel ausprobieren, gerade nicht Priorität hatte, weil ich da einen Audioadapter für bekommen habe, dass wir jetzt hier mit Mikrofon, mit Funkmikrofon, Funkmikrofone ansetzen können. Also so ein Zubehörteil kann möglicherweise alles verändern oder eine Zusatzfunktion, an der Firmware-Update. Man
Spaß findet und an der man Freude hat, aber ich sag mal, für den gängigen Standard-Außeneinsatz, so wie wir das betreiben, gilt das auch für mich, was du gerade gesagt hast. Ich bin meistens mit einer Olympus unterwegs. Smart-Geräte-Steuerung geht da leider nicht, okay. Da verzichte ich dann drauf. Hohe Geschwindigkeit, kompaktes, angenehm, leichtes, aber perfekt ausgebautes System. Hier gibt es auch noch ein Makroblitz für Olympus mit Unterstützung. Das ist auch was Besonderes. In der Schärfenreihe ist dann nicht ganz so schnell, kommt so auf 2 Bilder pro Sekunde. Oder wenn man ja dann die andere Technik einsetzen will und dann kommst du wieder mit High Resolution. Da gibt es dann die App-Steuerung. Oder man will überhaupt mit Smart-Grid-Steuerung arbeiten, ja. Braucht diese hohe Geschwindigkeit vielleicht gar nicht oder nutzt Post-Fokus, dann ist man bei einem anderen System wie Panasonic auch hervorragend aufgehoben. Oder hier Lumix FZ 1000 Mark II, auch mit Nadeln, so einem Mikroskopobjektiv. Ich habe ja dann diese riesen Bandbreite an Brennweiten in einem System ja. Schon vorhanden. Ich muss dann mir keinen Ast abschleppen. Und komme auch mit einer sehr guten, also mit einer hervorragenden Qualität auch in den Makrobereich. Auch das ist eine sehr interessante Option. Aber wir würden uns wiederholen, wir wollen hier kein Kamerasystem ausklammern. Und es ist die Frage, ja, das wollen viele gerne wissen, was ist denn jetzt die beste Kamera? Aber es kommt immer darauf an, wie man arbeitet, womit man, mit welcher Funktion und mit welchem, ja, mit Zubehör man umgehen will, mit welchen Objektiven. Ja. Ob man ja zu Hause in Ruhe, ich weiß nicht, Mineralien oder irgendwelche Insektendetails ausarbeiten will. Wie Micha mit den Schleimpilzen. Ne? Ja. Seit wie vielen Jahren ist er unterwegs mit einer EOS, was hat er jetzt? 550D. Ja, ja, genau. Und einem ganz speziell selbstkontrollierten Makroschlitten und fantastische Bilder. Und der hat uns gesehen mit dem. Ja. Das interessiert ihn nicht die Bohne. Nicht die Bohne. Ne? 550D ist unser Sieger für Makros im Jahre 1995. Genau. Das wollen wir so nicht so weit runterbrechen, aber es ist so im Moment, bei mir ist es so, OMD M1 Mark III, die M1X ist mir zu groß mit fest verbauten Batteriegriff, aber die hat dann natürlich mehr Leistung von der Energieversorgung oder die EM1 Mark II, das ist Jacke wie Hose, ist mittlerweile unser Standard. Ja, wie sieht's aus mit den neuen Modellen, EOS R5, EOS R6? Da sind wir gespannt drauf und freuen uns da drauf und das werden wir dann später berichten. Und hier nochmal ganz kurz der Hinweis, wir haben sehr viele Infos auch in unserem Buch. Du bist Co-Autor, Olaf, Focus Stacking, Makrofotografie für Profis und Einsteiger, die Referenz für Makros, die auch das Fokus-Stacking gerne einsetzen wollen. 300 Seiten in der zweiten Auflage bei uns im Traumflieger-Shop. Und wir haben auch eine Zeitschrift, Traumflieger-Makrowelt. Derzeit haben wir 10 Ausgaben veröffentlicht und arbeiten an der Ausgabe Nummer 11. Die Ausgabe Nummer 11 braucht noch ein bisschen, bis sie da ist. Und da gehen wir auch auf sehr hohe Vergrößerungen ein und bieten auch eine Referenz über verschiedene Objektive, die man hochrüsten kann zu Makrofähigkeiten über Nahlinse, vor allem über Mikroskopobjektive. Und da gehen wir auch verschiedene Systeme durch, Panasonic, Olympus, Canon und ja auch über Automatikadapter gehen wir auch in andere Systeme, Fujifilm oder auch Nikon herein und geben da auch Infos, welches Kamerasystem sich dann auch in diesem vielleicht extremeren Makrobereich dann auch sehr gut eignet und welche Performance man erwarten kann. So viel also im Moment zu die beste makrofähige Kamera im Jahre 2020. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.